Und im Studio begrüße ich jetzt Klima-, Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Gerne, Frau Ministerin. Geplant war im Regierungsprogramm eine unkomplizierte Alternative zum Individualverkehr, ein 1-2-3-Ticket eben. Statt einem Euro pro Tag gibt es jetzt in praktisch jedem Bundesland unterschiedliche Preise. Die zweite Stufe ergibt oft ökonomisch gar keinen Sinn mehr. Und die bundesweite dritte Variante gilt den größten und wohl wichtigsten Bundesländern und Verkehrsregionen gar nicht. Was ist denn Ihrer Lösung unkompliziert? Wo stehen wir jetzt? Wir stehen in einem Zeitpunkt, Sie wissen, ich bin in diesem Stadion, also Studio, nicht Stadion, Studio gesessen, in vielen anderen Studios und habe jetzt ein Jahr lang gesagt, das Klimaticket startet 2021. Und ich bin jetzt vor einer Entscheidung gestanden. Starten wir mit den Partnern, Partnerinnen, die jetzt schon bereit sind? Das sind 6 Bundesländer, die ÖBB, die Westbahn. Oder warten alle, bis auch diejenigen an Bord sind, die noch ein bisschen länger brauchen? Und diese Entscheidung habe ich jetzt getroffen. Und deswegen starten wir mit einem Ticket, mit dem Klimaticket Now am 26. Oktober. Das ist ein Ticket, das in 6 Bundesländern in allen Verkehrsmitteln gilt, im gesamten Bundesland auf allen Angeboten der ÖBB und von Westbahn. Und das heißt, das ist ein Ticket, da bin ich überzeugt, mit dem sehr, sehr viele Menschen in unserem Land sehr viel Freude haben werden. Aber alle beteuern, die Verhandlungen seien sehr gut gelaufen, auch mit der Ostregionenstaat, etwa auch im Osten und damit in ganz Österreich, wäre etwa zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember sehr realistisch gewesen. Dann die Präsentation plötzlich gestern. Haben Sie das Klimaticket nur wegen dem Landtagswahlkampf in Oberösterreich jetzt schon präsentiert? Selbstverständlich nicht. Ich habe immer sehr klar gemacht, 2021 starten wir mit dem Klimaticket. Aber Sie hätten ja noch warten können, bis alle mit an Bord sind. Da waren auch die Verträge darauf ausgerichtet. Der Verkehrsverbund Ostregion hat gerade heute wieder, Stand heute bestätigt, sie brauchen noch 3 bis 4 Monate Vorlaufzeit. Das war auch genau die Entscheidung, vor der ich gestanden bin, die ich jetzt getroffen habe. Parallel dazu hat Landeshauptmann Stelzer auch schon vor mehreren Monaten gesagt, auch er will 2021 starten mit dem Regionalticket. Das unterstütze ich, weil da ist eine Dynamik. Menschen wollen etwas machen, wollen den öffentlichen Verkehr attraktiver machen. Das habe ich unterstützt. Deswegen haben wir das gestern präsentiert. An der Stelle auch großes Danke an den Klimaschutzlandesrat Stefan Keineder, an Landesrat Steinkellner auch, dass dieses Projekt gemeinsam auf die Schiene gegangen ist. Die werden sich im Wahlkampf auch freuen. Weniger freut sich die Wiener Stadtregierung. Stadtrat Hanke sagt dort, das ist ein Fleckerlteppich, so als ob die Wiener Jahreskarte nicht in Floridsdorf, Ottakring oder Meidling gelten würde. Warum starten Sie eine noch nicht fertig verhandelte Variante, ohne zuerst alle mit ins Boot zu holen, wenn der Verkehrsverbund Ostregion sagt, er braucht noch 3-4 Monate, um das einzusetzen, dann wäre man von Fahrplanwechsel Mitte Dezember in etwa beim Oktober, wo es jetzt starten soll. Warum nicht einfach im Oktober ankündigen, den Vorverkauf starten und im Dezember in ganz Österreich ausrollen? Wir haben dieses Ticket, das Österreich-Ticket, seit 15 Jahren in Regierungsprogrammen und viele Politikerinnen und Politiker haben das versprochen. Werner Faymann 2008 das Klimaticket startet, das Österreich-Ticket startet. Und ich wollte jetzt nicht mehr länger warten. Wir haben ein Angebot, das für viele Menschen, gerade auch in der Ostregion, schon jetzt enorm attraktiv ist. Wir überlegen uns, ein Pendler, Pendlerin von Krems nach Wien spart sich mit dem Klimaticket Now ab 26. Oktober mehr als 500 Euro. Wenn dann der Vertrag auch mit der Ostregion finalisiert ist, dann steigt diese Ersparnis auf 888 Euro. Und ich freue mich sehr, alle 3 Bundesländer haben bekräftigt, auch das, was ich gesagt habe, wir verhandeln konstruktiv weiter. Das kann sich auch mit Start 26. Oktober für das Klimaticket Österreich noch ausgehen. Und sonst haben wir jetzt einfach die Zeit, um zu einer guten Lösung zu kommen. Das haben wir mit 6 anderen Bundesländern geschafft. Das schaffen wir auch mit der Ostregion. Aber gleichzeitig sprechen Ihre grünen Parteikollegen davon, dass die Ostregion blockiert habe. Die Verhandlungspartner im Osten, mit denen ich heute telefoniert habe, haben mir aber alle gesagt, sie hätten erst gestern Vormittag davon erfahren, dass sie das präsentieren wollen. Wie kann man denn einen Starttermin blockieren, von dem man nicht mal weiß, dass überhaupt stattfinden wird? Wir haben, wie gesagt, konstruktiv verhandelt. Wir werden das auch weiter tun. Wir haben mit 6 Bundesländern gute Lösungen gefunden. Es haben auch alle 3 Bundesländer bekräftigt. Wir werden konstruktiv weiter verhandeln. Also die Ostregion hat nicht blockiert? Alle sind an einem raschen Ticketstart
Ticketstart interessiert. Und in dem Sinne werden wir auch weiter verhandeln. Dieser Start schafft jetzt jedenfalls mal Probleme, vor allem im Osten. Nämlich vor allem die Frage, darf jemand, der ein Klimaticket besitzt, auch im Osten den öffentlichen Verkehr benutzen? Ihr Ministerium sagt ja, der Verkehrsverbund Ostregion sagt nein. Wäre es nicht im Interesse der Fahrgäste sinnvoll gewesen, diese Frage zu klären, bevor man den Vorverkauf von Tickets, die fast 1.000 Euro kosten, startet? Diese Frage ist doch geklärt. Das Ticket gilt selbstverständlich in allen Zügen. Warum ist das so? Der Nationalrat hat ein Gesetz beschlossen, das Klimaticketgesetz. Auf Basis dessen habe ich eine Verordnung erlassen, die ist gestern auch kundgemacht worden. Die regelt die Anerkennung des Klimatickets in allen Bahnunternehmen, also in der Westbahn, in der ÖBB, in RegioJet. Und das heißt, selbstverständlich werden auch die Tickets, das Klimaticket in allen Bahnunternehmen anerkannt. Die ÖBB hat das gestern auch bestätigt, also wenn Sie ab 26. Oktober, so wie ich, mit dem Klimaticket unterwegs sind, wird Ihnen der Schaffner in der ÖBB eine gute Fahrt wünschen. Das Problem daran ist ja, dass die ÖBB das bestätigt, glaube ich, gerne, denn Sie sind ja die Eigentümervertreterin davor, auf dessen Kosten das geht, sagt nur nein, und es gäbe auch zahlreiche Verträge und Regelungen und auch andere gesetzliche Regelungen, die dem entgegenstehen, die Ihrer Verordnung direkt entgegenstehen. Es gibt die Verordnung auf Basis des Klimaticketgesetzes, das genau diesen Fall regelt. Und darüber hinaus regeln wir mit den Verbünden die Fragen, die noch offen sind. Das heißt, wenn davor auch an Bord ist, dann sind auch die Busse in Niederösterreich dabei oder die Busse im Burgenland oder die Wiener Linien. Und genau daran werden wir jetzt weiterarbeiten. Aber angenommen, der Verkehrsverbund Ostregion kommt nicht rechtzeitig ins Österreich-Ticket, dann würden Sie ja damit praktisch einen Prozess und damit ein Verfahren und vielleicht auch Strafzahlungen riskieren. Wenn der vorsagt, das steht nicht so im Gesetz, dann wird das wohl nur ein Richter klären können. Der Nationalrat hat dieses Gesetz beschlossen. Die Bundesregierung hat im Einvernehmen eine Verordnung dazu erlassen. Also diese Frage ist wirklich rechtlich geklärt. Und ich freue mich auf alle, die das Klimaticket nutzen. Gut. Sie überprüfen gerade die Autobahnprojekte und Ausbauprojekte der ASFINAG, wie etwa auch den Lobautunnel, über den seit vielen Wochen diskutiert wird. Der Großteil dieser Projekte ist in der Ostregion. Das hat jetzt viele dazu gebracht, zu fragen, ob es da nicht vielleicht eine Verknüpfung gäbe. Ist für Sie ein Jungteam denkbar, etwa ein Deal, okay, wir bauen den Lobautunnel, dafür tritt die Ostregion dem Klimaticket bei? Nein, das war auch nie in den Verhandlungen Thema. Und ich glaube auch nicht, dass man einer Wienerin, einem Niederösterreicher oder einem Burgenländer erklären kann, warum man auf das Ticket warten soll, weil parallel eine Evaluierung stattfindet, die nichts miteinander zu tun hat. Wir haben viele Fragen zu klären im Ticketsprozess selbst und die klären wir auch eine nach der anderen. Das heißt, das Autobahnprojekt ist völlig unabhängig vom Klimaticket und es kann auch sein, dass die Ostregion nicht beitritt und dennoch beim Lobautunnel noch weiter nachgedacht wird oder viele andere Möglichkeiten. Das sind zwei unabhängige, voneinander stattfindende Prozesse. Wir verhandeln das konstruktiv im Klimaticket. Das werden wir auch weiter so machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwer dieses Jungteam aufstellt, weil man nimmt nicht mich damit in Geiselhaft, sondern die Menschen in der Ostregion. Und die warten auf das Ticket, genauso wie viele andere Menschen in unserem Land. Und daran werden wir gut weiterarbeiten. Sie haben noch viele Verhandlungen vor diesem Herbst, unter anderem auch zu einer Steuerreform, deren Kernstück ein Preis für CO2 sein soll. Da gibt es ganz grob gesagt zwei Möglichkeiten, eine CO2-Steuer oder CO2-Zertifikate, die deutlich komplexer in der Umsetzung sind. Was ist denn Ihr bevorzugtes Modell? Prinzipiell geht es bei der Steuerreform darum, das Steuersystem zu einem Hebel zu machen für den Klimaschutz. Wir sind im Klimaschutz an einem Punkt, wo wir wirklich jede Möglichkeit nutzen müssen, um klimaschonendes Verhalten so attraktiv, so preisgünstig, so einfach wie möglich zu machen. Das passiert mit dem Klimaticket, das passiert genauso mit einer ökologisch-sozialen Steuerreform und indem klimaschädliches Verhalten einen gerechten Preis kriegt. Das haben Sie beschrieben. Es gibt international zwei Modelle, wie man das organisieren kann. Wir schauen uns das auch international gut an, auch gerade jetzt die aktuellen Entwicklungen in Deutschland, weil Deutschland hat als erstes Land ein Zertifikatesystem eingeführt und werden für Österreich ein gutes System finden. Es ist noch nicht entschieden. Mein wichtigster Anspruch an dieses Gesamtprojekt ist, es muss eine Steuerreform werden, die uns ökologische Lenkungswirkung bringt und die auf der sozialen Seite genau diese Entlastungsmaßnahmen bringt, die wir brauchen, gerade für Einkommensschwache oder für jene Personen, die sich wirklich nicht leicht tun mit einer Alternative. Also Sie haben noch keinen Favoriten und es könnten beide Systeme werden? Wichtig ist, dass wir eine wirksame und eine gute Steuerreform haben. Die diskutieren wir sehr intensiv und im großen Detail. Wichtig ist, wir haben uns auf einen Zeitplan verständigt. Es startet 2022 und wir haben uns auch darauf verständigt, wir präsentieren ein Gesamtpaket, wenn es fertig ist. Und genau das machen wir.
Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank.